Vergangene Woche informierten der für Hochwasserschutz und für Katastrophenschutz zuständige Landesrat Elmar Podgorschek sowie Ischls Bürgermeister Hannes Heide die Bewohner von Bad Ischl über die Hochwassergefährdung und die Möglichkeiten, sich zu schützen. Im Stadtgebiet von Bad Ischl liegt der Zusammenfluss von Traun und Ischl. Innerhalb der Stadt befinden sich auch Bereiche, die in der Gefahrenzonenplanung gemäß Wasserrechtsgesetz als rote Gefahrenzone mit Gefahr für Leib und Leben erkannt wurden. Mehrere Hochwässer in der Vergangenheit geben Zeugnis von der latenten Gefahr. Im Zuge der Veranstaltung wurden die Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter der Feuerwehr über ihre Hochwassergefährdung informiert und zur Wahrnehmung der Eigenverantwortung angeregt. Ja, heute geht es um das Thema Hochwasserschutz. Wie wichtig ist es denn, dass die Bevölkerung informiert ist? Ja, für mich ist das enorm wichtig, weil ohne Information hat man dann oft falsche Reaktionen und vor allem können dann die betroffenen Bürger rechtzeitig reagieren und dann die eine oder andere Maßnahme treffen. Und daher machen wir auch das, dass wir eine Art Alarmplan erstellen, damit das so rasch wie möglich dann und so gut wie möglich auch abgewickelt werden kann. Bundeswasserbauverwaltung, Gewässerbezirk Gmunden, die Gebietsbauleitung Bad Ischl, Experten des Bundesheeres, der Feuerwehr, der Rettung, der Polizei, des Landes Oberösterreich sowie des Zivilschutzverbandes und der Katzschutzinfo informierten, welche Erwartungen Bürger an einen Hochwasserschutz für Bad Ischl haben dürfen und welche Aufgaben die Gemeinde im Katastrophenfall hat. Also zum einen hat es ja 2013 ein Hochwasserereignis gegeben und das war Anlass, nachdem wir uns schon vorher mit der Hochwasserrisikoplanung auseinandergesetzt haben, entsprechende Szenarien darzustellen als Basis für eine Alarmplanung. Und das Projekt ist in den letzten Jahren abgewickelt worden. Jetzt gibt es diese Überflutungsbilder. Überflutungsbilder heißt, es ist klar erkennbar, wo das Hochwasser an welchen Stellen, in welcher Höhe, bei welchem Ereignis heraustritt. Und das war mir von Anfang an ganz wichtig, dass man die Bevölkerung darüber informiert, weil wenn es zu einem extremen Ereignis kommt, auch die beste Feuerwehr, auch die besten Behörden, der beste Stab, der bestorganisierte Katastrophenschutz nicht allen helfen kann, sondern einfach jeder Einzelne auch, wenn er gefährdet ist, Maßnahmen zu setzen hat und Maßnahmen setzen kann. Und darum geht es halt, dass man entsprechend vorbereitet ist, dass man informiert und dass auch ein solches Ereignis dann miteinander gemeinschaftlich auch bewältigt werden kann. Ja, wie hochwassergefährdet ist denn Bad Ischl vielleicht auch im Vergleich zu anderen Gemeinden? Grundsätzlich ist in Bad Ischl so, dass die Hochwassergefahr bei der Traun so ist, dass circa ab 30-jährigen Hochwässern es zu Überflutungen kommt. An der Ischl selber ist der Hochwasserschutz auch ungefähr bis zur HQ 30 und im inneren städtischen Bereich kommt schon vor dem 30-jährigen Hochwasser es zu Überflutungen. Es gibt für die Traun und für die Ischl Gefahrenzonenpläne. Diese Gefahrenzonenpläne liegen auf der Gemeinde auf, liegen aber auch bei uns beim Gewässerbezirk auf und sind auch online abrufbar über die Wasserinformationsseiten des Landes, über das DORIS-Internetsystem. Dort findet man unter Umwelt und Wasser auch die Gefahrenzonenpläne, wo man fast parzellenscharf schauen kann, ob man gefährdet ist oder nicht. Ja, wir sehen es im Hintergrund, läuft eine Simulation. Was genau wird denn da gezeigt? Im Prinzip zeigt es eine Hochwasserwelle, die durch Ischl durchgeht. Also das ist ein 300-jährliches Hochwasser, was durch die ganze Stadt, also von der Traun und von der Ischl da durchfließt. Wäre das vergleichbar wirklich mit der Realität, so wie das da jetzt ausschaut? Im Grunde ja. Also wenn wir 300-jährliches Hochwasser haben, durchaus. So sieht es im Fremdenverkehrszentrum Ischl aus. Die Traun gebärdet sich besonders bösartig. An ihrem Lauf liegen überflutete und unterwaschene Straßen. Gärten, die meterhoch mit Geröll bedeckt sind. Was bedeutet denn so ein Extremfall für die Gemeinde? Welchen Aufgabenbereich muss sie abdecken? Also ich erinnere mich an das Jahr 2013, also vieles, was man heute hört, das ist nicht nur Theorie in Bad Ischl, sondern es hat auch tatsächlich stattgefunden, wenn man in den letzten Jahren zurückblickt. Für den Bürgermeister heißt es natürlich, dass er dann beim Stab, bei der Einsatzleitung dabei ist und da entsprechende Entscheidungen zu treffen hat. Und das ist was für mich eine Theorie ist, so wie in den Katastrophenseminaren, die ich natürlich selbstverständlich auch gemacht habe. Aber da gibt es entsprechende Entscheidungen zu tätigen, wobei man natürlich auf einen technischen und behördlichen Stab zurückgreifen kann.
Und das ist natürlich eine große Aufgabe für alle, die daran beteiligt sind, und das braucht auch ein gut eingespieltes Team. Aber wir in Ischl haben eigentlich gezeigt, dass wir entsprechend vorbereitet sind. Aber entsprechend vorbereitet zu sein heißt auch, sich darauf verlassen zu können, dass die Bevölkerung das, was möglich ist, auch vorbereitet. Also für uns ist ganz wichtig, dass der Bürger, der weiß, dass er betroffen sein wird und das nächste Hochwasser kommt sicher, das wissen wir auch schon. Da, aber wir sind nicht wann natürlich, aber wenn die Bürger vorbereitet sind und die Sachen zumindest zu Hause mal lagern haben und wissen, was da können, dann ist uns viel geholfen als Feuerwehr, weil wir natürlich nicht an alle Orte überall gleichzeitig sein können. Gibt es sowas wie die drei Tipps, die was man geben kann an den Bürger, dass er eben gut vorbereitet ist, was wirklich dann helfen im Katastrophenfall? Ja, das erste ist einmal, dass er sich über sein Objekt und über seine Lage informiert. Das ist einmal das Allerwichtigste. Er muss einmal wissen, stehe ich im Hochwassergebiet drinnen, bin ich betroffen, was kann ich machen, wie gefährlich kann es sein, wie hoch könnte das Wasser dort kommen. Das ist einmal das eine. Das andere ist, welche Materialien habe ich zum Schutz. Also was kann ich machen, was kann ich vorbeugend besorgen. Und das dritte ist dann, dass man zur richtigen Zeit das Richtige macht. Das heißt, dass man die Anordnungen der Einsatzkräfte und der Behörde befolgt. Jetzt hat es schon den ein oder anderen Ausnahmefall oder Ausnahmezustand gegeben. Wie vorbereitet waren denn die Bürger in dem Fall dann? Ja, es ist unterschiedlich. Also man kennt das schon, die Bürger, die in der Nähe Traun und Ischl wohnen, die wissen schon, dass sie betroffen sind, und es teilt sich da in zwei Lager. Das sind die einen, die wirklich Vorsorge treffen und die auch mithelfen und alles dran. Und es gibt leider Gottes auch immer wieder einige, aber es sind natürlich nicht so viele, die was sie eher zurücklehnen und sagen, ja, es wird eh die Feuerwehr kommen und die werden uns schon helfen. Es ist für uns ein großes Problem, weil bei Hochwasserereignissen, die wir die letzten Jahre gehabt haben, ist unser größtes Problem die Gleichzeitigkeit der Ereignisse. Das heißt, wir haben so viele Baustellen, wenn in einer halben Stunde, dass auch im größten Feuerwehrwesen bei Ischls nicht mehr alles auf einmal abwickelbar ist. Die Bevölkerung will sich informieren. Man sieht, dass das Thema ein aktuelles ist. Wir haben ja schon einige große Hochwasserereignisse auch in Bad Ischl gehabt, im Salzkammergut. Die Leute wollen sich informieren. Wir haben Infostände aufgebaut, wir haben eine tolle Präsentation vorbereitet, wo man sieht, was sich wirklich abspielt in dem Bereich, was los ist, was man einfach auch tun kann in Zukunft, um gut vorbereitet zu sein, persönlich vorbereitet zu sein, persönliche Risikovorsorge zu machen, aber auch die Unterstützung durch die Gemeinde und durch die Einsatzkräfte. Vor allem die Feuerwehr leistet hier einen tollen Beitrag, wenn es soweit sein sollte. Aber wichtig, Eigenvorsorge, ganz, ganz wichtig. Zuerst die Eigenvorsorge, weil die Feuerwehr praktisch im Katastrophenfall nicht überall gleichzeitig sein kann. Es geht nur gemeinsam mit der Bevölkerung, darum machen wir auch diese Veranstaltung. Es geht nicht, dass nur die Behörde alleine den Hochwasserschutz gewährleistet, sondern es muss die Bevölkerung mitgenommen werden, und vor allem die Bevölkerung muss sehen, ja, man kann nicht alles machen, sondern ein Teil davon muss sie selbst beitragen. Und diese Veranstaltung ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Teil dazu, dass man Aufklärung betreibt und dass man halt auch dann sagt, alles ist leider nicht machbar. Wenn somit in Zukunft die Bevölkerung verstärkt mitmacht und sich selbst gut vorbereitet, wird die Gemeinde zusammen mit den Feuerwehren auch weiterhin erfolgreich Katastrophenschutz betreiben können.